ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine wunderschöne Map, und zwar die 500 Level Summer Parkour Map. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben, das werden wir uns natürlich anschauen. Wir schauen uns, wie viele XP, wie hoch die XP sind. Es gibt Secret Rooms mit Bonus Rewards, 500 Level. Ja, wir werden uns den Aufbau anschauen, ob die wirklich einer Sommer-Parcours-Map ähnelt oder nicht, wie schwer die Level sind und ja, ob sich die XP tatsächlich rendieren, wenn es denn welche gibt. Creator ist Kino AH2. Interessanter Name. Ja, wenn ihr mehr solcher Videos von mir sehen wollt, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Das ist ganz wichtig. Erstens für den YouTube-Algorithmus und zweitens, damit ich weiß, ihr wollt mehr solcher Maps sehen und vor allem Maps, wo man XP für den Season Pass bekommt. Dann, okay, die Lobby gefällt mir schon mal, aber das ist eher Wüste als wie Sommer. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, wir starten die Map. Also Lobby ist eher Wüste anstatt Sommer. So, und was ich bis jetzt dort sehe, Kakteen und Palm. Also Palm, okay, hat was mit Strand zu tun. Aber Kakteen im Sommer? Okay, 3 XP pro Punkt. Man kann klettern. Okay, das heißt, man kann auch sprinten. Sehr schön. Okay, da ist ein Kaktus. Okay, das ist creepy mit den Vines. Joa, Schwein gehabt. Okay, das mit den Palmen hier ist echt ein bisschen übertrieben, dass man die hier irgendwie bei jedem Checkpoint hat. Was war das eigentlich? Okay. Okay, die Palmen tatsächlich, die stören manchmal, wenn man springen will, also ja. Und das ist nicht eher eine Sommermap, das ist eher so eine Wüstenmap anstatt Sommer. Das Einzige, was hier an Sommer erinnert, Secret Room? Wo? Das Einzige, was hier an Sommer erinnert, sind die Kamele, die was schlürfen und die Palmen, aber das war's dann auch schon. Hier ist irgendwo ein Secret Room. Aber wo? Wo ist denn das? Und da ist ein Checkpoint. Da oben geht's weiter. Wo ist das, der Secret Room? Ach nee, warte mal. Hä? Okay, Moment. Secret Room. Okay, 490 XP. Ja, gut. Was ist das? Mitnehmen. 25 Level und ich habe 700 XP bekommen.
Ja. Okay, also der Map-Entwickler müsste den Namen der Map definitiv nochmal überdenken. Das ist keine Sommermap. Das ist eine Wüstenmap. Eindeutig. Wer das genauso sieht, gibt mir jetzt einen Daumen nach oben. Und die Palmen, die nerven halt manchmal wirklich. Das ist ja nicht mehr normal. Secret Room. Es ist aber wundervoll, dass man die Meldung bekommt, dass es hier Secret Räume gibt. 2 von 15. Na dann. Das waren jetzt nur 400 XP. Immer diese, ja, hinter einer Tür fallen Dinger. Das ist WTF. Das ist, ja, ein beliebtes Versteck. Und ja, ich weiß auch, für was die Kristalle hier sind. Alter, 50 Level und ich habe einfach mal über 1000 EP erhalten. Ob damit das nächste Level Up im Season Pass bei mir drin ist, wäre geil. Nö. Ausgetrickst. So. Okay. Also die Map ist tatsächlich einfach und auch was für Anfänger, muss ich sagen. Und das sehe ich jetzt erst. Big XP Reward Play 60 Minuten. Ey, ob die Map eine Stunde bei mir dauert? Okay. Secret Room. Und dann der war offensichtlich. 3 von 15. Nice. Wir verlassen die Secret Room Area. Okay. Aber jetzt mal nur ganz ehrlich. Keine Sommermap. Es ist eine Wüstenmap. Das Einzige, was wirklich hier an Sommer erinnert, sind die... es ist hier unten der Sand und... 1700 für 75 Level, nice. Ist Sand und die Kamele, die was trinken. Die Palmen erinnern eher an Karibik. Die Weins an Tropen und alles andere eher so an, ja, Wüste halt, die Kakteen und so weiter. Okay, das ist richtig creepy und gefährlich hier. Alter, das war nice. So. Aber sowas kennen wir ja schon aus anderen Maps. Schon lange kein X. Ich wollte es gerade sagen, schon lange kein XP-Room mehr gehabt. Und da kriege ich die Meldung. Aber wo ist der? Hä? LOL! Der ist mal gut versteckt. Wir haben den vierten. Schön.
Aber der ist mal echt. Puh. Den kann man ganz schnell übersehen. Und dadurch. Autsch. Dadurch, dass es nur 3 XP pro Checkpoint gibt, ist das auch nicht mal so schlimm. Für die VIP-Rooms gibt es ja auch nochmal extra XP und die sind nicht gerade wenig. Lohnt sich. Und die Map ist halt einfach und schlicht und ergreifend was für Anfänger. Sehr interessant. Nee, das brauchen wir nicht. Oh Gott. Oh, 100 Level, 2000 XP, okay. Also, wenn das so weitergeht, hier... Nein. Hier drinnen macht man definitiv ein Level up. Und, ja... Ich weiß gerade gar nicht. Ach komm. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch so recht dazu sagen soll. So. Lieber auf Nummer sicher gehen hier. Oha! Oh ja, diese Bounce-Dinger mag ich halt auch einfach mal gar nicht. Was war denn das? Okay, dann mit Schmackes und Anlauf. Geschafft. Mhm. Guck mal, so einfach macht man das. Wo ist eigentlich der nächste? Der XP-Raum. Was war das? Lol, das ist einfach ein Loch. Ich frage mich aber, was das mit den X... ja doch, hier, Crystal to XP zu tun hat. Finish the Death Run to convert Crystals to XP. Ah, ich verstehe. Das habe ich mir nämlich noch nie durchgelesen. Okay, diese Palme hier. Diese Palme oft in der Mitte, die nervt und stört einfach abgrundtief. Dann machen wir das halt so. Aber wo ist der nächste XP-Raum? Okay, das war ein Satz mit X. Eigenverschulden. Nehme ich in Kauf. Ui, wir haben es geschafft. Aber wir haben gerade die Meldung bekommen. XP-Raum. Aber wo? Wo ist der? Kommt, helft mir mal suchen. Da hin- LOL! Das habe ich jetzt wirklich aus Zufall gesehen. Oh, 5 von 15. Nice. Okay, so hätte man es auch machen können. Hey, lass mich mal hoch. Ausgetrickst, Falle.
Okay, die Palme ist einfach auch total störenhaft. Hüppapapapa, was war das, ey? Huch. Okay, nice, nice. Ja, sowas kennen wir noch aus anderen Maps. Und sowas hier auch. Und geschafft. Das war halt gerade das Einfachste. So, 149 Level haben wir schon. Wir sind gut dabei. Level. So sollte man das nicht machen. Warte mal, da gehen die so lang. War mir arschklar irgendwie. So. Was ist denn das hier mit dem Baum? Alter, rein Zerstörfaktor. Challenge Zone. Only 0,01% will be able to catch this bonus XP. Ich will die haben. Aber wie? Hey, du kommst durch die Fenster nur mit Sneaken. Bauen kann man nicht. Hä? Oben ist zu, also ist nichts Verstecktes. Wenn ich dagegen komme, dann bin ich sowieso down. Gibt's hier irgendwo was Verstecktes? Mal ehrlich. So eine Schrumpf-mich-Kanone oder sowas. Wie willst du denn hier reinkommen? Geht einfach gar nicht. Nee, geht nicht. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Die XP, die wir so bekommen, die reichen uns auch vollkommen aus. Secret Room? Wo? Da. Danke, so sollte man es nicht machen, Eivor. Aber so. Müsste jetzt 6 von 15 sein. Ja, sehr schön. Ja, wir verlassen die Secret Room Area. Alles gut. Nein, das war zu weit. Ach komm. Ike. Ich bitte dich. Alter, du willst mich doch verarschen. Ja. Nö, nicht mit mir. Wenn ihr Mapcodes habt, weil ihr selber Creator seid und Maps entwickelt, egal was für welche, Jump'n'Run, au. Hä? Hä? Okay. Sei es Jump'n'Run, sei es so eine Art Schnitzeljagd-Map oder irgendwas anderes, was Spaß macht, was XP tatsächlich bringt,
Okay. So nicht. Schreibt mir die Codes gerne in die Videokommentare. Oder schreibt mir von irgendwelchen anderen Maps die Codes in die Videokommentare. Dann spiele ich diese natürlich auch. Denn ich habe richtig Spaß an solchen Maps. Und nicht nur ich, auch meine Kinder. Und mein Teamkollege, der heute nicht dabei ist. Der schon lange nicht mehr dabei war. Und... oh Mann. Und ja, schreibt mir die Codes von euren Maps, von anderen Maps einfach in die Videokommentare. Und dann werde ich diese natürlich auch spielen. Und natürlich gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ihr mir zeigt, es gefällt euch, was ich hier mache. Ihr wollt mehr solcher Videos sehen. Sag mal, ernsthaft? Noch offensichtlicher geht das hier wohl nicht. Hm, okay. Mal kurz ein bisschen getrickst mit der Maus. Da oben war... nee, war nix. Okay. Aber ich habe auch keine Meldung wegen Secret Room bekommen. Alles gut. Okay, ich muss unten lang. Eins, ich muss unten lang. Und diese Palmen, ganz ehrlich, die nerven manchmal so hart. Das kannst du keinem erzählen. Moment. Kommt der Room jetzt erst? Ich hab doch gerade die Meldung erhalten. Hier. Oh, 7 von 15? Ja! Na, mal schauen, ob wir Glück haben und alle einsammeln. Ach, immer diese Fallen um die Ecke. Oh, diese Palmen. Ganz echt, da stell da ein paar riesen Slushy-Becher hin oder sowas. Aber mach nicht diesen. Die Palmen sind hier der reinste Störfaktor. Oh Scheiße, jetzt habe ich abgebrochen. Ich wollte nur das Haar von der Maus entfernen. Tu mir das nicht an. Süchen. 5000 EP für 200 Level. Alter, wenn das so weitergeht, habe ich gleich Season Pass Level ab wieder. Oh nein. Ich hab's noch gesehen und ich habe nicht die Leertaste festgehalten. Und trotzdem. Okay, rechts. Links, links, fertig. Warte mal, was? So. So. Habe ich vorhin schon gesehen. Und dann ist hier auch einer. So. Mhm. Ah, okay.
Nicht okay. Okay, bei mir im Haus wird wieder gewischt und gefegt. Das erkennt man immer daran, weil der Hausmeister scheiße zu doof ist, leise zu fegen. Der haut den Besen von der Wand zum Geländer hin und her und da denke ich mir auch so manchmal, der wischt sich den Arsch von links nach rechts ab, anstatt von oben nach unten. Ich könnte auch die Wohnzimmertür zumachen. Nö, zu faul. Ich habe schon lange kein Secret Room mehr gehabt hier. Hör damit! Ava? Jetzt. Wie spät haben die denn bitte schön ausgelöst? Und das war unabsichtlich gerade. Oh, wir haben gleich die Hälfte geschafft von der Map. Schön. Warum kriege ich die Meldung und ich drehe mich genau auf diesem Ding um und ich sehe den XP-Room? Warum? Okay. 8 von 15. 8 von 15. Schön. Die XP bleiben in den XP-Räumen immer gleich mit 389. Das ist total entspannt. Mehr muss man... Nein. Oh, Schwein gehabt. Mehr muss man da auch tatsächlich nicht wirklich haben. Und ja. Nein. Wir kriegen nur noch 2 XP pro Checkpoint? Das waren noch vorher 3. Okay, soll mich nicht stören, um ehrlich zu sein. Es ist trotzdem noch genug. Oh, aber ist doch ein bisschen creepy. Aber es ist gefühlt in jeder Map so. Ernsthaft? Ernsthaft? Was war das denn gerade von mir? So. Die Palme hier zum Beispiel auch, die stört einfach nur. Was ist denn? Ich habe aber noch keine Meldung bekommen. Was ist denn? Ach, da kann man nur raus. Okay. Cool. Aufpassen, dass hier keine Pfeile um die Ecke versteckt sind. Und man hätte auch rüberklettern können, ich Dulli. Mann, war ich hier ein Dulli. Oha, das war gerade knapp. Hallo? So. So. Das Lama Gold. 25.000 Leben hat das? Boah. Wenn man hier wenigstens noch den Meilenstein mit Treffschwachpunkte bekommen würde, wäre das geil. Gut, ich mache hier einen ganz kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ding fertig habe. So, da sind wir zurück. Ich habe das jetzt bis auf 300 Leben runtergehauen und ich würde sagen, da haben wir's. Was gibt denn das schöne Lama?
Eine Münze. 500 Goldmünzen. Boah, cool. Und für was? Ich habe 2800. Für was ist das? Also die Dinger, das steht ja da. Aber der Rest, na, nochmal 2000 extra für 250 Level. Geil. Ui. Alter, ist das mies. Da war wieder Grünzeug im Weg. Das nervt einfach. Die weint schön und... Ah ne, die Wand war im Weg. Okay. Die weint schön und gut, aber... Es nervt manchmal, das Grünzeug. Und das ist eine miese Falle. So. Und die ist genauso mies. Schuhe, geht ihr bitte weg. Jetzt machen wir es ganz einfach. So. Schuhe weg. So wird man die auch los, die Eisklötze. Hier ist nichts versteckt. Hier ist auch nichts versteckt. Okay. Schaffe ich. Oh, gerade so. Aber wir haben wirklich schon lange kein XP mehr gehabt. Warum? Warte. Ja, dieser scheiß Kaktus! Dieser dreckige Kaktus, ey! Wer? Welcher Pavian-Arsch stellt hier einen Kaktus hin? Oh, das kannst du keinem erzählen. Wie sehr muss man die Fortnite-Spieler hassen, um dort eben den Sprung zu versauen? Mann. Kannst du keinem erzählen. Sorry, aber es ist leider so. Man kann doch die Sprünge nicht mit so einem Scheiß versauen. Das geht einfach nicht. Das kann man sich nicht ausdenken. Und ja, klar. Oh Mann. Oh. Da genauso. Da bleibst du einfach an dieser hessischen Kugelkante hängen. An diesem Scheiß hier. Das kann man sich nicht ausdenken. Was war das? Okay, da, hier kann ich nicht meckern, aber trotzdem. Was war das gerade von mir? Geschafft. Okay, Secret Room. Okay, scheiße, ob wir fein sind oder nicht. Hi. Secret Room. 9 von 15. Aber wenn da lang das Secret Room ist, müsste rein theoretisch hier lang der normale sein. Oh Gott. Was? Hey, hört mal auf. Ich habe doch gerade irgendwas vergessen bestimmt. Ich wusste es. Ich habe was vergessen. Checkpoint. Okay, keine Falle. Ach du. Keine Falle, okay. Das war ein bisschen mies. Na komm, wir nehmen die Kristalle mit. Wir wollen gucken, wie viele XP es dann für die Kristalle gibt. Habe ich eingesammelt? Ja, habe ich eingesammelt. So, aber eins muss man der Map lassen. Sie ist einfach und die Farbabwechslung ist mal gegeben. Alter, die Dinger noch. Ne?
Was war denn das? Okay. Okay, ist nichts versteckt. Okay. Einmal da lang. Oh nein. Ich mag diese Bounce-Dinger einfach gar nicht. So. Aber an sich ist die Map halt sehr einfach gestrickt. Okay, keine Fallen, sehr gut. Bitte? Bitte was? Boah, geschafft. Hier ist wieder so eine übelste Stirbpalme, die einfach nur stirbt. Mann, ey, warum macht man sowas? Ja, Death Run schön und gut, aber es muss doch nicht noch schwerer gemacht werden. Hier mit solchen Dingern, wo man einfach mal hängen bleibt oder sich hochzieht, wo man sich gar nicht hochziehen will. Okay, wir haben gleich Level 300 erreicht. Schön, schön. Wie viel von den Kristallen haben wir? 120 Stück. Bin ich echt mal gespannt. Ui. Nein! Oh Mann, warum? So, einmal genau mittig und einmal seitlich. Sehr schön. Aber ne, ich habe auch keine Meldung bekommen. Alles gut. Okay. So. Okay. Secret Room? Wo? Hier unten ist keiner versteckt, nee. Okay. Wo soll ich hier? Da hinten. Da hinten ist er. Da. Hoho. Scheiße. Nein! Nein! Na los! Lass uns mal sterben! Wir wissen, wo er ist! Hier ist er! Der ist halt auch richtig gut versteckt! So, 10 von 15, fehlen ja nur noch 5! Der ist halt richtig gut versteckt, der Secret Room! Nein! Hä? Lol. Oh. Wir haben es geschafft, schön. Da! Was war das? Mach mal so.
Hä? Lol. Da waren einfach unsichtbare Wege. Hier ist wieder so ein komisches Lama. Nun dann, wir spielen schon 43 Minuten und sind bei Level 335 ab jetzt. Und es gab wieder gut XP. Nein! Ach komm! Warum? Moment. Ha! Hallo? Okay, ich glaube, die Pfeile sind kaputt oder Dekoration. Na! Wirst du, Elber! Okay, so. Wir sind oben. Okay. Meldung gab es keine für Secret XP, also wird hier auch nirgendwo ein Raum sein. Ja. Warum machst du diesen? Alter, wie bin ich denn hier rüber gebackt? So nicht. Mach mal so. Hier ist was, okay. So, sehr schön. Nicht schön. Die ist zur Hälfte unsichtbar. Alles klar, so. Und so. Und das schaffen wir nicht. Warum auch immer wir das nicht geschafft haben. Aber das jetzt zu schaffen. Nein, nein, nein. Okay, warte. 0815 Trick. So, hey Mr. Lama. Nochmal eingesammelt. 2490 XP, nice. Secret Room? Wo? Wo ist er? Da. Oh, Schwein gehabt. 11 von 15. Fehlen nur noch 4. Schön. Dann kann man hier jetzt auch den hier machen. So. Warum ist in jeder Map ein Slalom? Warum? Okay, die Falle war mies. Was ist denn? Hä? Jetzt bin ich an dieser scheiß Liane hängen geblieben. Willst du mich ganz verarschen?
Was soll das denn? Okay, aber wir haben keine Meldung bekommen, von daher alles gut. Das ist wohl die reinste Stolperfalle. Die Palme hier nervt einfach wieder hardcore. Gibt's hier einen versteckten Raum? Nein? Okay. Nö, gibt's nichts. Wir haben auch keine Meldung bekommen. Ach du Scheiße. Nein! Hör mal auf! Nein! Hör auf! Zieh die Schuhe aus! Oh. Ich hab den Ring gesehen, der ist hier drüben. Da hoch. Da hoch. Und hier runter. Genau. Och komm, ich bitte dich, ernsthaft. Diese Poppeldorte, die nervt. Oh nein, mach nicht diesen. Müsste jetzt hier sein, yo. Das ist eine miese Falle. So. Hä? Entschuldigung, aber was war denn das? Die letzte ist einfach eine halb unsichtbare Falle. Das ist fies. Aha. So, gönnen wir uns mal schnell das Lama. Wieder 2600. Schön. Also ich kann mich über die XP nicht beschweren. Hallo? Hä? Bitte? Willst du mich verarschen? Alter. Dass die nicht mal auslösen! Hör mal. Jetzt bleib doch mal da drauf stehen, ey, boah. Nö. So. Na komm, hier ist doch was. Die wollen nicht. Natürlich wieder dieser hässliche Kaktus, ey. So, die sind auch kaputt. Alter. Ey, das erste scheint mir noch eine Falle zu sein. Wusste ich's doch.
wusste ich's doch. Sag mal, XP Room. Es sind noch 4 Stück, ihr lasst ganz schön auf euch warten hier. Oh. Ihr solltet da nicht drauf springen. Nein. Oh, wir haben es geschafft. XP-Raum? Wo? Wo? Was? Ah ja, Mann. Es müsste 12 von 15 sein. Ja, genau. Hörst du mal bitte auf? So, XP-Raum 12 von 15. Läuft. Alter. Wir sind schon bei Level 400 angekommen. Nice, nice. Und wieder 2700. Schön. So lobe ich mir das. Alter, das ist mies, wenn du da nicht richtig springst. So. Die hier sind recht chillig. Ja, keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, aber wir nehmen das mal so hin. Oh Mann. Oh Mann. Das ist mal eine ausgefallene Falle. So. XP Room? Wo? Kannst du mir vorstellen, irgendwo hier in so einer Box. Ich wusste das. Schon. Haben wir ja fast allein gesammelt hier. So lob ich mir das. Knappe Sache hier. Okay, hier bin selbst ich ein bisschen vorsichtig. Boah, das. Nein! Warum? Warum müsst. Alter! Ich mag diese Bounce-Teile einfach nicht. Man weiß nie, wie die hier kalibriert sind. In welche Richtung die ein bouncen. Mmh.
Ey, das Schwede. Es ist ja. Wieder 2,8, das ist schön. Ja, okay, das geht noch. Ich halte immer noch daran fest, das ist eine Wüstenmap. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es einfach mal eiskalt überlebt. Nein! Geil! Das kannst du dem erzählen, was ich hier gerade gemacht habe, ey. Und das hier auch nicht, Alter. Ich mag diese Palmen und alles so dort an den Stellen, wo man abspringt, einfach nicht. Ich bin da hinten jetzt ernsthaft an diesem scheiß Kaktus hängen geblieben. Hab's zwar trotzdem geschafft, aber ey. Mach die Kack-Wüstenmap weg. Die scheiß Wüstenelemente, wenn es eine Sommermap ist. Nein! Sorry, aber da kann ich mich nur aufregen. Sommermap! Ganz groß Sommermap! Und es ist Wüstenscheiße hier drinnen, wo man hängen bleibt! Kannst du Kim erzählen, ey! Die Weins sind genauso übertrieben. Wir sind nicht in einem Dschungel. Warum machst du das? Was ist? Ich bin richtig, oder? Ja. Ach nein! Ich hätte es mir denken können. Der beliebteste Spot für Fallen. Und ich falle immer noch drauf rein. Ach komm. Ernsthaft? Was ist das? Ja, mach ich den da. Hier genauso. Was ist das hier? Eine Falle. Eine eiskalte, schreckliche Falle. Ernsthaft? Hä? Okay. Yes, mir fehlen noch 2 XP-Räume. Wann kriege ich denn die? Alter, nein, nein, nein! Oh, Alter, ich schwitze mir hier gerade. Ich schwitze mich jetzt tode bei den Fallen. Das kannst du keinem erzählen. Das ist eine Falle von oben! Von oben! Ich hasse diese Fallen! So, sorry, aber
Es ist halt wirklich so, die Pfeile von oben sind totaler Schmutz. Trotzdem frage ich mich eins, wann kommt der nächste Secret Room? Hier nicht, oder? Nee. Da unten. Da unten, über Evas Kopf. Nein! Oh, wir haben es geschafft! Von 15. Oh, dann können wir jetzt das hier genießen. So, geschafft. Back last level. Nö. Ich hab's doch geschafft. Ja. Yeah. So, da fehlt uns nur noch ein Secret Room. Den werden wir bestimmt auch noch finden, wenn wir hier durchkommen. Ich weiß, warum die Pfeile nicht richtig auslösen, durch die Blätter und die Vines. Und das ist einfach nur scheiße. Tja, es ist halt keine Sommermap, Herr Map-Entwickler. Okay, das war knapp. Oh Gott. Oh Gott. So, geschafft. Okay. Boah, wir sind gleich durch. Gleich haben wir es geschafft. Durch die Vines. Das sind die Vines, die lösen die viel zu spät aus. Lol, ich mach gleich Level up. Nice, nice. So. So. Okay, super. Und so. So nicht. Kann man sehen, wie viele Tote ich habe? 4 in 6. Kannst du keinem erzählen? Sag ja, der beliebteste Spot für. Was war das? Was war das, bitteschön? Oh. Ernsthaft? Miau, aber jetzt. Okay. Und da haben wir das Level up. Diese Vines. Mach nicht diesen Mann. Wir haben das Level abgeschafft.
Nice! Secret Room! Oh, geschafft! Miau! Wir haben alle 15 Dinger gefunden! Geil! Ja, ich verlasse die Secret Zone. Alles klar. So. Und es sind auch nur noch 10 Level, dann sind wir durch. Aha. Okay. Oh nein. Ist hier mit Speed rüber? Kannst du keinem erzählen? Aha. Nein! Ich hab die zu spät gesehen. Söhchen! Alter, diese Palme schon wieder. Miau! Level 500! Kriegen's hin, ohne zu sterben! Sag ich ja. Wir haben's completed! Schön! War ja auch anstrengend. So, Convert Crystals. Wie viel haben wir? 190. Wollen wir mal gucken, wie viel gibt's? 72 EP. Oh, das reicht. Und was ist das hier jetzt? Shark Schlüsselkarte. Gucken wir uns auch gleich an. Okay, die Map an sich. Es ist, ich muss es wiederholt sagen, keine Sommermap. Es ist eine Wüstenmap. Sommerfeeling mit Schwimmreifen und den Lamas, die was trinken, das war's. Alles andere sind Wüstenelemente oder Tropenelemente. Die Vines an einigen Stellen sind einfach nur ein reiner Störfaktor, weil sie die Fallen nicht richtig auslösen oder gar nicht. Die Palmen und Kakteen, die genau dort an den Stellen sind, wo man abspringen möchte, sind einfach nur ein Störfaktor. Abwechslung ist gegeben, ja. XP-Verteilung, Bombe, also kann ich mich nicht beschweren. Secret-Räume, einige sind leicht, einige schwer zu finden. Also, tippitoppi. Und Farbgebung, ja, nee, dazu kann ich nichts sagen, weil es war meistens, ich war schon fertig. Okay, es war meistens nur der Boden, der gemacht ist und das war's. Bonuslevel und Trollruhm mache ich nicht, das überlasse ich ganz euch. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr Map kurz habt, schickt sie mir, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag.